kaum noch Schornsteine im Stadtgebiet. Das Ergebnis ist nun natürlich, dass der kulturhistorische Anteil der Bausubstanz, über die Freital noch verfügt, doch schon etwas dezimiert ist. Wir haben heute die Möglichkeit, mit der ehemaligen Lederfabrik eines der letzten industriellen Kulturdenkmäler in Freital zu erhalten und einer neuen Nutzung zuzuführen. Freital sollte sich dessen sehr bewusst sein, dass dieses Gebäude nicht irgendetwas ist, was man gegebenenfalls eventuell auch als Verlust verkraften könnte. Wer bist du? Wer ich bin? Heinrich Reinhold Sohre. Die Lederfabrik halte ich für eines der wertvollsten Gebäude der ganzen Stadt. Und es schmerzt der Gedanke, dass sie eines Tages ganz abgerissen wird. Aber das muss doch nicht sein. Komm, ich zeige es dir.